Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich ein ganz besonderes Thema für euch. Ihr könnt es vielleicht schon erraten, um was es geht. Es geht um das Thema PV und zwar genauer gesagt Balkonkraftwerk mit Speicher. Ja, wenn ihr meinen Kanal aufmerksam verfolgt, dann wisst ihr vielleicht, ich habe eine kleine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Das sind 3,6 kW Peak, die ist auch schon 13 Jahre alt, gut gefördert und die fasse ich natürlich erstmal nicht an. Aber ich war schon immer irgendwie drauf und dran, mir irgendwie das Ganze zu erweitern mit Speicher. Nur erstmal finde überhaupt mal einen Solateur, der das macht und dann die Kosten. Und deswegen habe ich mich für eine Do-it-yourself-Variante entschieden. Ich baue heute ein Balkonkraftwerk aufs Dach mit 840 Watt Peak. Ja, natürlich auf 600 Watt erstmal gedrosselt mit dem Wechselrichter, aber mit einem Speicher. Und zwar 3 Kilowattstunden. Ja, was das Ganze ist, wie das Ganze funktioniert und ob es sich überhaupt lohnt, das erfahren wir hier in diesem Video. Ich bin selber total aufgeregt, wird also mega spannend, deswegen bleibt unbedingt dran. Bevor wir das Ganze jetzt auspacken und die Solarmodule aufs Dach wuchten, erzähle ich euch kurz eben, was haben wir hier eigentlich alles. Zwei Solarmodule, die haben je 420 Watt, macht zusammen 840. Wir haben hier einen Wechselrichter von AP Systems, der kann bis zu 1000 Watt im Eingang verarbeiten. Also ich könnte theoretisch zwei 500 Watt Module anschließen und kann zwischen 600 und 800 Watt einstellbar wieder ausgeben, also ins Haus einspeisen. Das heißt, wenn nächstes Jahr irgendwann Balkonkraftwerke mit 800 Watt erlaubt sind, kann man das hier umstellen. Perfekt. Und dann haben wir noch den Speicher. Und das Speicher ist das Geilste an der ganzen Geschichte. Ich habe mich lange informiert, was nimmst du? Nimmst du Anker? Nimmst du EcoFlow oder Sendure? So viele Anbieter gibt es ja nicht. Und ich habe mir alle möglichen Videos angeguckt, mich informiert und hin und her überlegt. Und tatsächlich, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, habe ich mich jetzt für die SolarFlow von Sendure entschieden. Und zwar richtig geklotzt und nicht gekleckert. Ich habe hier drei Akkumodule, eine Kilowattstunde, beziehungsweise brutto, nominal ist es etwas weniger, sind so 2,7 nutzbar. Und das Ganze ist halt Lithium-Eisenphosphat-Akkus und man kann sie quasi stapeln. Man könnte bis zu vier aufrüsten. Ich habe jetzt erstmal drei davon genommen. Und das ist die Anlage, die SolarFlow von Sendure zusammen mit so einem Sendure-Hub, der das Ganze dann verteilt. Ja, und das bauen wir gleich mal auf. Aber jetzt machen wir ganz kurz ein kleines Unboxing, weil ich bin selber gespannt, wie das Zeug aussieht, was da drin ist und was da alles mitgeliefert wurde. Also, das ist doch was für mich. Sendure Supercharged. Also, für die Tesla-Fahrer ist das doch genau das Richtige. Also, ich komme vor wie so eine Matroschka. Eine Kiste in der Kiste in der Kiste. Das ist der Sendure Supercharged Hub. Also vollmassives Teil mit Kühlrippen. Das verteilt im Prinzip den Strom von den Solarpanels an den Akku bzw. ins Haus. Was ich auch schön finde, ist, dass die Verpackung bis auf diese Tüte im Prinzip nur aus Pappe besteht. Ist die Kiste drin? Wow. So, das ist jetzt der Speicher. Und der Clou ist, die zweite Speichereinheit setzt man einfach drauf und die wird hier über die Stecker automatisch mit dem ersten Speicher verbunden. Aber last but not least haben wir natürlich den Wechselrichter von AP Systems. Er soll ja der beste Wechselrichter auf dem Markt sein. Ich weiß nicht, habt ihr das Video von Leo gesehen, von Tips, Tricks und More? Ich verlinke das mal hier oben. Ja, AP Systems EZ1. Und der Clou ist, der hat scheinbar jetzt seit neuestem eine lokale API. Also sozusagen für alle Bastler unter euch. Ihr könnt ihn dann über die API ansprechen und quasi programmieren. Das mache ich natürlich nicht, weil ich bin so ein Plug-and-Play-Typ. Auch alles Vollmetall. So, jetzt aber wirklich, Module müssen aufs Dach. Dazu müssen wir das noch auspacken. Das machen wir oben. Hier sind nämlich die Schienen drin für die Montage der Solarmodule. Bin ich auch gespannt, wie die aussehen. Das sind so Aluständer. Die kann man dann im Winkel verstellen. Und da könnt ihr dann eure Module dran befestigen. Das ist ein super cooles System. Hier unten drunter kann man dann Steine reinlegen zur Beschwerung. Im Prinzip Plug and Play. Aufstellen, Steine drauf, fertig.
Leute, ich bin so froh, dass wir jetzt gerade so schönes Wetter haben. Es ist fast blauer Himmel und es hat zwei Tage durchgeschüttet. Bis vor zwei Stunden gab es hier noch einen riesen Wolkenbruch. Ist alles noch voller Pfützen hier auf dem Dach. Was haben wir ein Glück heute? Sonst wäre die ganze Aktion nichts geworden. So, die Aluschienen. So kommen sie aus dem Paket. Wie werden sie aufgebaut? Wir haben hier so einen Bolzen. Da ist ein Splint drin. Das ist nur zur Sicherung. Den ziehen wir jetzt mal raus. Dann können wir die hier hochklappen. Und wir können jetzt hier den Bolzen reinstecken, je nachdem, welchen Winkel wir haben wollen für die Balkonkraftwerke. Wir haben drei Stellungen. Das ist die 20-Grad-Stellung. Dann gibt es noch eine 15-Grad-Stellung und noch eine 10-Grad-Stellung. So, kann losgehen. Ständer haben ungefähr die Breite von so einem Panel. Und jetzt legen wir das da einfach mal drauf. Dafür gibt es hier so einen Endanschlag. So, die Module sind auf dem Dach. Wir haben fast zwei Stunden dafür gebraucht. War doch ein bisschen Gefummel hier mit dem Kabel verlegen, überall Kabelbinder dran. Das Ganze soll ja auch ein bisschen sauber aussehen. Aber jetzt habe ich die beiden Panels hier sauber verstellt, verstaut und sind auch Gewichte drauf. So Gehwegplatten sind das jeweils irgendwie 15 Kilo pro Seite. Sollte zumindest erstmal reichen. Vielleicht lege ich noch ein bisschen was nach fürs bessere Gefühl. Aber jetzt sind wir hier durch auf dem Dach. Jetzt können wir runter in den Hauswirtschaftsraum unten und dann die Solarflow anschließen. So Leute, jetzt ist es knapp 14.20 Uhr. Wir haben vor ungefähr 3,5 Stunden angefangen. Damit haben wir die Module aufs Dach gekriegt. Damit haben wir das ganze Gerät hier an die Wand geschraubt. Die Akkus stehen. Kabel ist durchgezogen. Ich verlege das dann, wenn es läuft, alles noch mal ein bisschen vernünftig mit dem Kabelkanal. Das mache ich aber später. Das heißt, wir können jetzt anschließen. Da muss man, glaube ich, auch nur drücken und es verriegelt sich selbst. Drücken, zack. Ja, es ist verriegelt. So, das ist der Ausgang vom Wechselrichter. Und der kommt natürlich dann in die Steckdose. Das heißt, das ist das 220-Volt-Kabel. Das kommt dann hier in die Eingänge. Kann man sich auch nicht vertun. Zack. Oh, er kriegt Strom, weil es scheint die Sonne. Er fängt an. Er fängt schon mal an hochzufahren. Zweites Modul. Zack. Und zack. Also das ist schon mal das Signal, dass wir nichts falsch gemacht haben. Nichts ist verpolt. Das heißt, er ist jetzt fertig für die Einrichtung. Und das macht man mit der App. Und das gucken wir uns natürlich jetzt mal an. Und ihr habt gesehen, 3,5 Stunden Balkonkraftwerk aufgebaut. Von null an, quasi aus dem Karton. Solarflow an die Wand geschraubt, Akkus aufgebaut, in Betrieb genommen, läuft. Plug and play, 3,5 Stunden. Wenn das nicht geil ist. So Leute, wir werden jetzt mal live zusammen über die Zendure-App das ganze System einrichten. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht. Das heißt, wir machen das jetzt zusammen live. Und wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann sehen wir das jetzt. Also ich habe mich schon mal angemeldet, habe mir schon mal einen Account besorgt. Da bin ich jetzt eingeloggt und jetzt sage ich Gerät hinzufügen. Da drücke ich jetzt mal drauf. Das heißt, es ist der Solarflow. Klicke ich an. Bitte drücken Sie die IoT-Taste, um das Gerät einzuschalten. Eigentlich ist es schon ein. Muss ich da jetzt nochmal drauf drücken oder nicht? Es hat Piep gemacht. Jetzt ist es aber, das WLAN blinkt nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich jetzt ausgeschaltet. Also war es schon irgendwie ein, oder? Ich drücke da nochmal drauf. Jetzt blinkt es wieder. Ich würde mal sagen, wenn es blinkt, ist es ein. Jetzt sage ich mal, nächster Schritt. Halten Sie die IoT-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Wi-Fi-Anzeige schnell blinkt. Jetzt blinkt sie langsam. 1, 2, 3. Es hat zweimal gepiept und sie blinkt genauso schnell wie vorher. Bestätigen Sie, dass die WLAN-Anzeige blinkt. Alles klar. Nächster Schritt. Gerät automatisch konfigurieren. Solarflow, jawohl. Nächster Schritt. Per Heim-WLAN hinzufügen. Nächster Schritt. Er hat es gefunden. Ich gebe mal kurz das Passwort ein. Nächster Schritt. Passwort sichern. Ja, herzlichen Glückwunsch. Solarflow ist eingerichtet. Bestätigen. Meine Geräte Solarflow. 26%, ist das der Akkustand. Drücken wir mal drauf. Wechselrichtermarke, sonstiges. Den müssen wir wahrscheinlich erstmal auswählen. AP Systems, da ist er schon. So, maximal akzeptabler Eingang des PV-Mikrowechselrichters. 600 Watt max. Ja, das kann ja so bleiben. Ja, 600 Watt, alles klar. Nächster Schritt.
Bitte einstellen. Solarflow-Ausgangsleistung 600 Watt. Geht zum Wechselrichter. Fertig. Jetzt hat es wieder gepiept. Klicken Sie, um die Ausgangsleistung von Solarflow erneut einzustellen. Entladegrenze. Ah, okay. Es gibt so Tooltips, wo ich darauf hingewiesen werde, was ich jetzt als nächstes machen muss. Also ich muss auf diese Schraube klicken, diese Mutter. Dann habe ich erstmal ein Firmware-Update. Würde ich sagen, das mache ich doch mal zuerst. Master Firmware, Upgrade. Zack. Sofort Upgrade. Firmware über Heimlan. Startet. So, jetzt wird das Gerät neu gestartet. Update abgeschlossen. Bestätigen. So, jetzt haben wir die BMS-Firmware. Die upgraden wir jetzt auch nochmal eben. Upgrade. Sofortiges Upgrade. Ach so, der durchschnittliche Batteriestand muss über 10% liegen, um das Upgrade zu starten. Okay, die Akku-Packs zeigen 0% an. Das kann nicht stimmen. Das liegt garantiert daran, dass er hier rot blinkt. Ich würde sagen, ich würde nochmal das Kabel neu verbinden. In der Hoffnung, dass er die dann besser erkennt. Also offensichtlich erkennt er jetzt die Akkus nicht. Das ist ja schade. Vom Firmware-Update kann ich nicht machen. Was nun? Leute, ich bin ein wenig ratlos. Da muss ich mich erstmal informieren, was man in so einem Fall macht. Unter Umständen Support-Hotline. So, jetzt ist es genau eine Woche später und ich muss euch sagen, es war wirklich doch eine richtige Odyssee, die ich da durchlaufen musste. Denn tatsächlich war es wirklich so, durch das Firmware-Update, also die Master-Firmware, die ich zuerst abgedatet habe, dadurch wurde das alte BMS nicht mehr erkannt. Mit anderen Worten, habe ich quasi wirklich das Gerät kaputt geupdatet. Die bessere Reihenfolge wäre gewesen, erstmal das BMS zu updaten und danach die Firmware. Jedenfalls nach diesem Firmware-Update hat halt die Solarflow die Akkus nicht mehr erkannt, beziehungsweise die Akkus wurden nur noch mit 0% erkannt. Und mit 0% Akkustand kann man eben kein BMS-Update machen, weil man dazu mindestens 10% Akkustand haben muss. Und zu allem Überfluss wurden die Akkus dann auch noch nicht mal geladen. Das heißt, sobald die Sonne schien, ging zwar theoretisch was rein, aber praktisch wurde nichts angezeigt. Ich habe das quasi 4 Tage durchgezogen und ich konnte so 600-700 Wattstunden eigentlich einspeisen in die Akkus, aber die Akkuanzeige blieb einfach auf Null wie festgenagelt. Ja, wir haben also mit dem Support telefoniert. Wenn ich wir sage, dann meine ich damit natürlich meinen Händler. Ich habe ja die gesamte Anlage von Store & Charge zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist ja mein Kanalpartner. Und die haben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, haben direkt mit dem Support telefoniert und auch Mails ausgetauscht. Und so kamen wir also jetzt 3-4 Tage lang nicht weiter. Und das hat dann der Support tatsächlich auch sogar selber gemerkt und vorgeschlagen, dass wir doch mal direkt mit einem Techniker sprechen. Und das war dann eigentlich die Offenbarung, weil ich konnte dann direkt mit dem Techniker mailen. Bi Chao hieß er, also ein waschechter Chinese. Und wir konnten uns auf Englisch sehr gut unterhalten, also per E-Mail natürlich. Und er hat auch wirklich sehr, sehr schnell immer geantwortet. Spätestens innerhalb von 15 bis 20 Minuten hatte ich eine Antwort. Natürlich ist China viele Stunden voraus. Das heißt, ab 14 Uhr meiner Zeit war bei ihm Feierabend. Und er hat dann irgendwie erst wieder nachts um 4 meiner Zeit auf meine letzte Frage geantwortet, sodass da auch ein bisschen Zeit ins Land ging. Aber ich konnte ihm gut erklären, wo das Problem lag. Er hat es auch sofort verstanden und gesagt, oh ja, stimmt, mit der Firmware so und so, 20.033 ist das, glaube ich, da wird das alte BMS 2.0.5 war es, nicht mehr erkannt, weil es nicht mehr kompatibel ist. Man hätte also die Update-Reihenfolge eigentlich genau andersrum machen müssen. Nur wurde es in der App natürlich nicht andersrum vorgeschlagen, sondern die Master-Firmware war ganz oben in der App und wo drückt man drauf? Natürlich auf das, was ganz oben steht. War mein Fehler. Nichtsdestotrotz, Bi Chao hat halt vorgeschlagen, er würde dann remote auf mein Gerät zugreifen. Das war ja noch in meinem WLAN. Und mit der Seriennummer konnte er dann wohl da remote zugreifen und wollte halt versuchen, das BMS abzudaten. Hat dann natürlich zurückgemailt, das BMS kann ich nicht updaten, weil der Akku auf Null ist. Hat er dann am Anfang auch noch nicht so richtig verstanden, bis ich ihm dann erklärt habe, warum der Akku auf Null ist. Dann hat es Klick gemacht und er meinte, oh, alles klar, natürlich geht das so nicht. Wir müssen also den Solar Hub, also den Hub von Solarflow, zurücksetzen auf eine ältere Firmware. Natürlich geht das nicht für den Normalanwender. Das kann man nur mit einem Trick. Und der Trick war im Prinzip, dass Bi Chao mir eine Android-App geschickt hat, also ein APK.
mit dieser Android-App, also für iOS gibt es das offensichtlich nicht, weil man kann auf dem iPhone eben keine App installieren, wenn man sie nicht über den Apple Store installiert. Bei Android kann man das, wenn man direkt ein APK, das ist sozusagen die Anwendung einer App, bekommt, also per E-Mail in meinem Fall, beziehungsweise ich habe das per WeTransfer bekommen, weil die App dann ein bisschen zu groß war fürs Mailen. Ich habe sie also auf einem Android-Handy, was ich zum Glück noch hatte, installiert und dann konnte ich via Bluetooth über die App mit dem Solarflow Hub kommunizieren, habe dann nach seiner Anleitung, er hat mir auch ein PDF auf Englisch mitgeschickt, war super gut beschrieben, über seine Anleitung konnte ich dann die Master-Firmware zurücksetzen auf irgendeine 1.0x-Software und dann meinte er, soll ich ihm Bescheid sagen und den Rest würde er dann machen. Habe ich also gemacht, habe ihm eine Mail geschrieben, alles klar, ich habe es gemacht, 1.03 oder so ist jetzt die Firmware, du kannst loslegen. Ja, Viertelstunde später schrieb er zurück, alles klar, läuft wieder, Akkus werden wieder erkannt. Und was soll ich euch sagen? Bingo, so hat es funktioniert. Danach konnte ich also wieder ganz normal auf die Anlage zugreifen. Der Akku zeigte dann 37% an. Das heißt, während der Tage, wo ich ein bisschen was reinladen wollte, hat er tatsächlich geladen. Denn bei der Installation zeigte er ja 26% an. Also diese 11% sind irgendwie reingegangen. Und ich konnte dann am ersten Tag, wo es dann wieder funktioniert hat, noch ein bisschen Sonne nutzen, sodass ich dann die drei Akkuspeicher auf insgesamt 47% Kapazität hochladen konnte. Diese Prozentzahl stimmt übrigens nicht so ganz, dazu später mehr. Und ich habe es dann auch ausprobiert. Ich habe dann die ganzen Verbräuche und Einspeisungsregler für das Haus so eingestellt, dass quasi alles in den Akku geht. Und ab abends 20 Uhr geht dann das, was im Akku ist, bis 10% Restladung ins Haus. Hat auch wunderbar geklappt. Alle Timer haben funktioniert. Die ganzen Leistungen waren genauso, wie ich das in der App angegeben habe. Alles total easy peasy zu bedienen. Also richtig genial. So muss das funktionieren. Wäre schön gewesen, wenn es halt gleich so gegangen wäre. Ja, warum stimmen die 47% nicht? Ganz klar, ihr habt ein Firmware-Update gemacht und ihr habt auch das BMS abgedatet. Bei eurem Elektroauto ist das ähnlich. Man muss ab und zu mal den Akku kalibrieren. Das heißt, das BMS muss wissen, wo ist oben, wo ist unten, also wo ist 100%, wo ist 0%, damit es die Werte dazwischen auch richtig anzeigen kann. Dazu muss man eben auch den Speicher von dem Balkonkraftwerk einmal mindestens auf 100% vollladen und dann mindestens auf 0% wieder entladen. Ja, im Winter, im Dezember, ist das natürlich sehr schwierig, denn wenn ich jetzt 2,7 Kilowattstunden netto irgendwie in den Akku kriegen soll, wo sollen die im Dezember herkommen? Da brauche ich Wochen für. Gerade jetzt ist es nämlich total bewölkt und diesig und da kommt vielleicht am Tag 300 Wattstunden in den Akku. Ja, wenn ich einen guten Tag habe. Also es dauert sehr, sehr lange, bis man sowas kalibrieren kann. Und ja, viele Leute, lese ich auch aus der Community heraus, aus diesen Posts, die da stehen, sind da zu ungeduldig oder verstehen die Zusammenhänge nicht, fahren vielleicht auch kein Elektroauto und beschweren sich dann, dass die Werte, die ihr Akku anzeigt, überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Ja, solange der Akku nicht kalibriert ist, stimmen die Werte nur so ja, rudimentär, würde ich mal sagen. Auch die 47%, was ich da halt entladen habe, bis 10% runter. Also ich habe quasi 37% aus den Akkus entnommen. Das waren irgendwie 760 Wattstunden in der Nacht. Das kann mit der Gesamtkapazität einfach nicht hinhauen. Ist für mich ein Zeichen, dass eben die Kalibrierung momentan nicht vorhanden ist und er mehr oder weniger geschätzte Werte anzeigt. Ja, ich bin froh, dass ich das so lösen konnte mit dem direkten Draht zu dem Techniker. Ich weiß nicht, ob das die Regel ist. Und ja, mein Kontakt zu dem Techniker habe ich natürlich Store & Charge zu verdanken, die sich wirklich extrem bemüht haben, mir da zu helfen. Und auch wenn ihr jetzt vielleicht ein bisschen abgeschreckt seid durch meine Erfahrung, ich meine, ihr wisst jetzt, was ich falsch gemacht habe. Und hätte ich das nicht falsch gemacht, sondern in der richtigen Reihenfolge installiert, dann hätte ich diese ganzen Probleme nicht gehabt. Natürlich kann man sagen, warum kommunizieren die das nicht klar in der App? Und ja, ich habe das dem Techniker auch so geschrieben. Ihr müsst die App unbedingt ändern, dass man auf jeden Fall zuerst das BMS-Update machen muss und nicht durch ein Update sich die ganze Anlage zerschießen kann. Ob sie das machen, weiß ich nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass sie relativ häufig, also im Wochen- oder Monatstakt Updates raushauen, sowohl von der App als auch von den Firmwares, BMS und auch von dem Hub, weil sie natürlich jetzt, wo das Produkt noch relativ neu ist, sehr früh angefangen haben und das Ganze reift jetzt, wie das immer so ist, mehr oder weniger beim Kunden. Und wir sind dann doch alle Beta-Tester.
Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich, stimmt. Und wenn ihr jetzt nicht abgeschreckt seid, denn jetzt bei mir läuft es ja wunderbar, ich bin mega zufrieden. Wenn ihr jetzt nicht abgeschreckt seid, dann würde ich euch sagen, ist das von mir eine klare Empfehlung für das Zendur Solarflow-System. Und ich habe für euch in der Videobeschreibung hier unten einen Link. Da findet ihr eine Landingpage zu Store and Charge. Dort könnt ihr das System kaufen mit einem Rabattcode von mir. Da bekommt ihr 5% Rabatt auf den Kaufpreis. Das heißt, dann habt ihr auch was davon, weil ihr dieses Video geschaut habt. So muss das ja sein bei YouTube, denn ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Das ist quasi so ein Fall dafür, wo ihr davon profitiert, dass ihr das Video geguckt habt. Ja, ansonsten glaube ich, ich habe viel Spaß mit der Anlage. Ich hoffe, sie hält viele Jahre. Das sind ja LFP-Akkus, die haben Ladezyklen 3000 plus. Das heißt, bei, ja, keine Ahnung, 200 vollen Zyklen im Jahr, mehr wird man nicht haben, reicht das für 10, 12 Jahre und dann sind die Akkus vielleicht bei 80% oder 70%. Schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall das ein oder andere Video dazu noch machen, gerade dann, wenn es Frühjahr wird und Sommer, wenn eben die Hauptertragszeit ist, wie sich das ganze System schlägt, wie sich das verhält und ob sich das überhaupt lohnt. Ganz wichtige Frage. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und vergesst, wie gesagt, nicht meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.